Ich finde es demokratiepolitisch bedenklich, dass die Mehrheit im Landtag das bestätigende Referendum abgeschafft hat. Das ist kein gutes Zeichen und zeigt, dass man den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes im Endeffekt nicht vertraut, da das Argument war, es könnte missbräuchlich verwendet werden. Und das, bevor es überhaupt jemals verwendet werden konnte. Es kann nicht sein, dass Politiker, wenn es um sie selbst geht, alle 5 Jahre die Menschen zu den Urnen bitten, aber wenn es um die direkte Demokratie geht, dann wird Misstrauen den Menschen entgegengebracht und alles in die Wege geleitet, damit dieser nicht stattfinden kann. Jetzt wird das Wort den Südtirolerinnen und Südtirolern zurückgegeben und sie sollen entscheiden, ob sie mit diesem Gesetz einverstanden sind oder nicht.